Hallo liebe Zuschauer, ich möchte Sie heute einladen, mitzukommen auf Spurensuche. Ich befinde mich gerade auf dem ersten Klärwasserwerk der Hansestadt Rostock. Vieles ist übrig geblieben, einige neue Sachen kamen hinzu, werde ich Ihnen alles erzählen. Und ich hatte Ihnen auch erzählt vor gar nicht allzu langer Zeit, wie es in der Antike war mit den Fäkalien oder auch mit der Hygiene. Nun machte ich mich auf die Suche quer durch die Zeit, viele Jahrhunderte, die ich beobachtet habe, und wollte was Neues entdecken in dieser Tatsache der Wasserentsorgung. Und es betrifft Europa, es betrifft Rostock auch genauso. Wissen Sie, was da passiert ist über viele, viele Jahrhunderte? Nichts, rein gar nichts. Man hat es alles vergessen, wie weit die Leute in der Antike schon waren. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich sage, startfrei für die Zeitreise. Die ersten, die Aborte und Latrinen unterschiedlichster Größe mit Wasserspülung unter den Sitzen benutzten, waren nicht die Römer und Griechen. Die Völker sowohl im Industal, auf dem Gebiet des heutigen Pakistan, als auch die aus dem Euphratal gehörten zu den frühesten Zivilisationen der Welt. Bei beiden gab es bereits 3000 vor Christi Kanalisation und Hygiene. Mit dem Untergang dieser Völker der Antike ging der Menschheit allerdings auch ihr Wissen, wie zum Beispiel die griechische Erfindung der ersten Wasserpumpe oder die Fernwasserleitungen der Römer, verloren. Ein negativer Höhepunkt in der Geschichte war dabei das städtische Leben im Mittelalter. In allen Städten das gleiche Bild. Es waren katastrophale Lebensbedingungen mit ständigem Schmutz und Unrat. Dazwischen tummelten sich dann auch noch die Schweine. In den Städten muss es an allen Ecken und Enden wahnsinnig gestunken haben. Abfälle aller Arten, also auch Fäkalien, wurden häufig einfach auf die Straße geworfen. So war es angebracht, ein ganz besonderes Schuhwerk zu tragen, um dem Fäkaliendreck auszuweichen. Kot und Urin zogen Ungeziefer und Ratten in den verschmutzten Städten an. Damalige Latrinen oder Plumpsklos hießen Aborterker und waren außen an den Häuser- und Burgmauern angebracht. Die Fäkalien landeten in einem Wasserlauf, so dass sich Trinkwasser und Abwasser mischten. Und noch bis weit hinein ins 20. Jahrhundert war dies in Deutschland Normalität. Rostock machte dabei keine Ausnahme. Die Stadt war von der Warnow umgeben und innerhalb von mehreren Gräben durchzogen. Dies waren die Grube und die Brüche wie Gerber und Fischerbruch. Auch hier landeten über Jahrhunderte hinweg sämtliche Abfälle. Immer wieder gab es gefährliche Epidemien, sodass viele Menschen an Pest, Typhus und Cholera starben. Für die Stadtoberen im Mittelalter gab es allerdings wichtigere Aufgaben als die Beseitigung von Unrat und Fäkalien, nämlich die Vermehrung des persönlichen Reichtums und das der Stadt. Für Rostock hieß das die ständige Vergrößerung der Handelsflotte und die Ausdehnung der Bedeutung der vier großen Pfarrkirchen. Aus dem Mittelalter stammt auch der Donnerbalken, ein häufig benutzter Abort, der sogar bis hinein in die Anfänge des 20. Jahrhunderts seinen Dienst verrichtete. Mit Beginn der Renaissance, Mitte des 15. an der Schwelle zum 16. Jahrhundert, besann man sich auf das Wissen der Antike. Herausragender Vertreter dieser Epoche war Leonardo da Vinci. Das erneute Aufleben galt aber nicht für die Abfallentsorgung. Man tat sich damit in weiten Teilen Europas weiterhin sehr schwer. Die sanitären Einrichtungen waren katastrophal. Nachtämmers übernahmen auch die Fäkalienentsorgung. Und auf den Straßen boten Abtrittanbieter ihre Dienste an.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann das Aufwachen und Umdenken. Forschungsergebnisse von Louis Pasteur und Robert Koch brachten den Beweis zur Ursache für die über Jahrhunderte hinweg immer wieder entstandenen Epidemien. Endlich machte man sich gezielte Gedanken, wie man die Abfälle sammeln und diese aus den Siedlungen und Städten herausbringen sollte. Man legte nun Wert auf eine entsprechende Fäkalienentsorgung. Hygienisch bessere Verhältnisse wurden zum neuen Bedürfnis der Menschen. Als erste Stadt Europas war Wien im Jahre 1739 kanalisiert. Hamburg, das lange Zeit zur Fäkalienentsorgung den Kummerwagen einsetzte, folgte ab 1856. Weil man sich hier äußerst streng an neue Hygienekonzepte hielt, gelang es 1892, auch die letzte deutsche Choleraepidemie zu besiegen. Rostock 1677. Es war das Jahr des großen Stadtbrandes, aber auch das Jahr, in dem das Rathaus schon sehr früh eine Reinhaltungsordnung für das Territorium erließ. 1734 gab es die erste Gassenordnung. Hierin wurde festgeschrieben, dass Gassenkot entfernt und Fäkalien aus den Häusern abgeholt werden sollten. Diese Ordnung wurde dann 1810 noch einmal vom Rostocker Rathaus modifiziert. Der Rat bemühte sich, eine geordnete Fäkalienentsorgung durchzusetzen. Dazu sollten Transportunternehmer angeheuert werden, die auch gleichzeitig die öffentlichen Straßen und Plätze bereinigen mussten. Zweimal wöchentlich wurden die Fäkalien mit speziellen Wagen aus den Häusern abgeholt. Rostock in der Mitte des 19. Jahrhunderts. 1867 bekam die Stadt endlich ihr erstes Wasserwerk. Es stand auf dem Gelände der Gasanstalt nahe der Bleicherstraße. Der erste große Wasserspeicher befand sich noch auf der Heubastion des Wallgrabens, von wo aus das Wasser an die Rostocker Abnehmer befördert wurde, die erstmals gereinigtes Wasser erhielten. Einer Zeitungsannonce von 1875 ist zu entnehmen, dass in herrschaftlichen Häusern bereits geruchlose Wasserklosetts existierten. Die Nachfrage nach Trinkwasser war enorm, sodass das Wasserwerk 1894 in die damalige Alexandrinen, die heutige Blücherstraße, umzog. 1903 kam der neue Wasserturm hinzu. Ab 1869 gab es am Rande der Straße die ersten offenen Abflusskanäle, so wie es einst die alten Griechen handhabten. Dies zunächst in der Lagerstraße, der Wokrenter Straße und der Grubenstraße. Dieses Ableitungssystem wurde später ebenfalls nach Vorbild des antiken Griechenlandes unter die Straßendecke gelegt, wozu nun auch die entsprechenden Siele gehörten. Das Regenwasser konnte so auf kürzestem Weg geordnet in die Warnow geleitet werden. Diese direkte Zuführung in die Warnow belegt auch eine Karte von 1910. Das Brauchwasser aus den Wohnungen durfte damals ebenfalls noch mit eingeleitet werden. Die Länge der Siele betrug 1900 ganze 45 Kilometer. Die Röhren bestanden aus Zement oder Ton. Es war Rostocks Mediziner Professor Uffelmann, der erstmalig bereits 1889 die strenge Einhaltung der städtischen Hygienevorgaben forderte. Fäkalien und tierischer Mist sollten außerhalb der Stadt gelagert werden. Die Zeit der Industrialisierung bedeutete auch ein enormes Anwachsen der Bevölkerung. So wurden die hygienischen Verhältnisse in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts immer unerträglicher. In den Arbeitervierteln, wie in der Krüppeliner Torvorstadt, war dies besonders katastrophal. Hinzu kam nun, dass das Abwasser erstmals in großem Maße auch durch giftige Rückstände aus industriellen Prozessen belastet wurde. Die Forderungen nach einer entsprechenden Entsorgung der Fäkalien und des Abwassers wurden nun immer lauter. Doch dafür musste man zunächst ein Kanalnetz schaffen. Dies galt für bebaute Flächen ebenso für solche, die künftig bebaut werden sollten. Die ersten Kanalbaustellen wurden mit Beginn des 20. Jahrhunderts eingerichtet.
1911 kam aus dem Rostocker Rathaus, aus der Ratsstube, endlich die entsprechende Zustimmung für den Bau der ersten zentralen Kläranlage. Diese sollte an der Werftstraße zwischen der Neptunwerft und dem Wasserzufluss zur einstigen Kainmühle entstehen. Die Anlage mit einem Hauptwassersammler wurde ab 1912 gebaut und im August 1914 fertiggestellt. Wenige Tage vorher begann der Erste Weltkrieg. Zur Kläranlage zählte auch ein sogenannter Düker. Dabei handelt es sich um kreuzende Abwasserleitungen. Gedacht war die Anlage für eine Einwohnerzahl von 100.000. Bald stellte sich aber heraus, dass die Kapazitäten des ersten Sammlers wegen des enorm zunehmenden Schmutzwassers nicht ausreichten. Das geklärte Abwasser leitete man über den aus Barnsdorf kommenden Kaiwassergraben in die Unterwarnow ein. Ende der 1920er Jahre konnte die Kapazität dieser Anlage erweitert werden, denn weitere Hauptwassersammler kamen in der Max-Eid-Straße hinzu. Das Schmutzwasser wurde nun in sogenannte Emscher-Brunnen geleitet, wo der Schlamm unter Mitwirkung von Bakterien und bei Methangasbildung fault. Anschließend gelangte er auf Schlammtrockenplätze, wurde nach der Trocknung zwischengelagert und abgefahren. Das zu klärende Rostocker Abwasser kommt bis heute aus Hochgebieten und Tiefgebieten der Stadt. Zum ersten Hochgebiet zählen so die südlichen Flächen hinter der Langen Straße bis Richard-Wagner-Straße und bis hin zum Bahndamm nach Warnemünde. Aus diesem Gebiet kann das Schmutzwasser durch das natürliche Gefälle zur Kläranlage direkt zugeleitet werden. Anders aber bei den ersten Tiefgebieten, dem damaligen restlichen Gelände. Diese lagen nördlich der Langenstraße und östlich des Neuen Marktes. Der Zufluss zur Kläranlage war bereits in dieser frühen Zeit der Kanalisation möglich durch ein Überpumpen, also durch eine Abwasserpumpstation, wie zum Beispiel im Patriotischen Weg. Das seit Mitte des 19. Jahrhunderts aufblühende Warnemünde mit seinen vielen neuen Hotels und Restaurants konnte 1912 mit seinen Abwässern an die Kläranlage am Lagkanal im Dorf Groß-Klein angeschlossen werden. Dies geschah über ein Abpumpenwerk in der Parkstraße. Die dort in den 20er Jahren entstandenen großen Flugzeugwerke von Arado und Heinkel kamen auch hinzu. 1935. Rostock wurde Großstadt. Sie dehnte sich weiter aus. In dieser Zeit entstanden riesige neue Wohngebiete, so unter anderem zwischen Saarplatz und Barnsdorfer Anlagen. Wozu zum Beispiel auch die Parkstraße, die Detardingstraße und so manche Querstraße gehörten. Ebenfalls waren noch Siedlungen wie Dirkow und Altreutershagen entstanden. Hier war es nun möglich, vor dem Bau zuerst die Abflussleitungen tief in die Erde zu verlegen. So auch 1928 in der Detardingstraße, wo ein neuer Hauptwassersammler entstanden ist. Dieser befindet sich bis zu 12 Metern unter der Geländeoberkante. Die Kriegsmaschinerie lief bereits in den 1930er Jahren nicht nur in der Neptunwerft, sondern auch in Hohe Düne und Markgrafenheide auf Hochtouren. So wurden auch hier Pumpwerke erbaut. Dieses Abwasser gelangte in die damalige Kläranlage am Radlsee bei Markgrafenheide. Nach dem Zweiten Weltkrieg musste die Stadt zunächst wieder aufgeräumt und zum Leben erweckt werden. Zunächst wurden Wasserversorgung und Abwasserbearbeitung wieder in Gang gebracht. Aus dem Rathaus kam 1948 von der Stadtverordnetenversammlung der Beschluss zur Erweiterung der Kläranlage. Doch die vorhandene Fläche war viel zu klein. So begann man ab 1950 in Bramow auf dem Bauplatz Karl-Hopp-Straße eine neue, größere Kläranlage zu errichten. Ab 1952 gab es in der DDR die örtlichen volkseigenen Wasserwirtschaftsbetriebe. Eine eigene Dienstbekleidung
gehörte dazu. Bis 1954 mussten die Rostocker noch durchhalten. Die erste Ausbaustufe einer neuen Kläranlage, welche für ca. 150.000 Einwohner gedacht war, ging nun in Bramo in Betrieb. Neue Großbetriebe wie die Warnowerft, wo der Schiffsneubau begann, das Fischkombinat, hier wurde im Mai 1951 der Hafen in Betrieb genommen, oder auch das Dieselmotorenwerk, das 1949 noch in der alten Heinkelhalle bei der Neptunwerft produzierte, kamen Anfang der 50er Jahre hinzu. Dies brachte auch ein erneuertes Anwachsen der Einwohnerzahl mit sich. So war bereits mit der Inbetriebnahme der neuen Kläranlage in Bramo klar, dass auch sie viel zu klein war. Und da waren sie wieder, die alten Rostocker Probleme. Belastend kam noch hinzu, dass zunächst fast ausschließlich das Abwasser des Fischkombinates gereinigt wurde. Weitere neue große Wohngebiete, wie in den 50er Jahren Reutershagen 1 und 2, mussten an das Abwassernetz angeschlossen werden. Ebenso auch Randsiedlungen wie Gielsdorf und Brinkmannsdorf. Also wuchs auch der Bedarf an größeren Abwasserkläranlagen ständig. In den 60er Jahren wurde aus der Wasserwirtschaft die Wasseraufbereitung Rostock, die von da an für den ganzen damaligen Bezirk Rostock zuständig war. Rostocks zentrale Kläranlage musste immer wieder vergrößert werden. Es folgte so zum Beispiel 1966 eine erweiterte mechanische Reinigungsstufe. Hierzu gehörten unter anderem zwei Rundbecken mit Volumen von 5200 Kubikmeter, ein Schlammpumpwerk und zwei geschlossene Faulbehälter, Gasreinigung und Gasspeicher. Zusätzlich gab es in dieser Zeit auch noch 7 weitere kleine Kläranlagen. Eine davon befand sich seit 1959 in Brinkmannsdorf. Wasser ist zum Waschen da, Valerie, Valera. Ab 1955 wurde durch den Umbau des einstigen Klärwerkes in der Werftstraße ein Abwasserpumpwerk, das durch Druckleitungen mit der Kläranlage in der Karl-Hopp-Straße verbunden ist. So kann auch das Regenwasser bei großen Niederschlagsmengen durch Überläufe direkt in die Warnow eingeleitet werden. Neben den Kanalneubauten waren die Kollegen der Abwasseraufbereitung ständig auf vielen Baustellen in Rostock unterwegs. So zum Beispiel in der Laurenbergstraße, in der Grubenstraße oder auch in der Ulmenstraße. 1971 bekamen die Warnemünder Abwässer über eine Druckleitung einen neuen Anschluss. In Lüttenklein und flossen von dort nun weiter nach Bramo. Riesige neue Wohngebiete waren auf beiden Seiten der Unterwarnow entstanden. In Rostock lebten 1988 bereits rund 254.000 Menschen. Die Fäkalien von der rechten Flussseite gelangten ab 1987 über einen großen Düker durch die Warnow zur Kläranlage. Um das Wasser der Oberwarnow sauber zu halten, wurden ab den 1970er Jahren ca. 60 Dörfer rund um die Hansestadt an die Rostocker Abwasseranlage angeschlossen. Mit der politischen Wende in der DDR begann auch für die Abwasserreinigung eine neue Zeit. Zum einen organisatorisch, denn aus dem VEB Wasserwirtschaftsbetrieb wurde im Oktober 1990 die damalige Nordwasser GmbH, die nun für das ganze ehemalige Versorgungsgebiet im einstigen Bezirk Rostock zuständig war. Im Auftrag des neu gegründeten Warnow Wasser- und Abwasserverbandes war für die Wasserver- und Abwasserentsorgung im Verbandsgebiet ab April 1993 für 25 Jahre die private Eurawasser GmbH zuständig. Und zum anderen gab es auch große technische Herausforderungen. Denn bis zur Wende existierte in Rostock immer noch keine ausreichende Abwasserreinigung. Die Abwässer wurden nur mechanisch gesäubert
und flossen aus der Kläranlage Bramo in die Unterwarnow. Laut Konzessionsvertrag begann man ab 1994, die alte Kläranlage mit einer mechanischen Reinigungsstufe in Bramo zu erweitern und in nur 18 Monaten auf begrenzter Fläche unter Verwendung der vorhandenen Bausubstanz und bei laufendem Betrieb in eine der modernsten Kläranlagen Deutschlands umzubauen. Um auch die strengen Grenzwerte, wie sie in der Helsinkier Konvention der Ostseeanrainerstaaten von 1974 stehen, einzuhalten. Die Belastung der Warnow konnte so durch die Erweiterung der Kläranlage um 95% reduziert werden. Es war auch die Zeit, in der an vielen Stellen der Stadt unter der Erde Abwasserkanäle neu und umgebaut wurden. Auffällige Schadstellen im Kanalnetz konnten beseitigt und saniert werden. Zum Schutz der Umwelt wurden neue Wege für den direkten Abwassertransport zur zentralen Kläranlage gefunden, wie bei der einstigen Anlage in Markgrafenheide. Seit dem 1. Juli 2018 erfüllt die kommunale Nordwasser GmbH im Auftrag des Warnow-Verbandes die Aufgaben der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Dies sowohl für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock als auch für die 28 Mitgliedsgemeinden des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Rostock-Land. Das Einzugsgebiet der Kläranlage ist das Stadtgebiet der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, mit Ausnahme der Stadtteile Torfbrücke und Wiethagen, sowie das Gebiet von 12 Umlandgemeinden. Zusammen ergibt dies eine Fläche von etwa 175 Quadratkilometern. Das gesamte Kanalnetz, in dem das Abwasser über 5 Hauptpumpwerke zur Kläranlage geleitet wird, ist heute etwa 870 Kilometer lang. Auf der Kläranlage wird das Abwasser von rund 240.000 Einwohnern sowie aus Gewerbe und Industrie gereinigt. Zudem werden dort die Inhalte aus 600 abflusslosen Gruben und 2000 Kleinkläranlagen behandelt. Und in den Sommermonaten wird außerdem auch noch zusätzlich das Grauwasser der Kreuzfahrtschiffe gereinigt. Tja, das war sie dann also, die Geschichte, die ich Ihnen versprochen hatte. Und wie üblich nach jeder Sendung ist man immer noch ein wenig neugierig. Und ich habe mir wieder zwei Gesprächspartner an meiner Seite, um mal zu fragen, was denn alles so in der Zwischenzeit passiert ist oder was eventuell noch passieren könnte. Zu meiner linken Seite ist das Frau Katja Gütke. Sie ist die Geschäftsführerin des Warnow Wasser- und Abwasserverbandes. Schwieriges Wort, ich habe es hingekriegt. Ich bin stolz auf mich. Und auf der anderen Seite ist das Herr Ulf Alt. Mann, der vertritt Nordwasser, ist auch Geschäftsführer dort, verantwortlich für technische Bereiche. Ja, genau. Gut, ich will mal gleich hier anfangen. Hinter uns, wo befinden wir uns denn gerade? Wir befinden uns auf dem Biofor der Kläranlage. Das ist ein spezieller Teil unserer Kläranlage und auch ein sehr besonderer. So ein Biofilter hat nicht jede Kläranlage. Und das ist das, was uns auszeichnet und das, was uns sozusagen die Einhaltung der schärferen Grenzwerte, die ja die Nähe zur Ostsee erfordern, ausmacht. Sie sehen miteinander sehr glücklich aus, sehr fröhlich. Ich könnte mir denken, warum. In diesen Tagen, vor 25 Jahren, ist nämlich die große Superanlage, wie sie ja vielleicht auch dargestellt werden kann, in Betrieb gegangen. Vieles ist passiert seitdem. Können Sie mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Also erstmal möchte ich bestätigen, dass am 9. September 1996 die feierliche Inbetriebnahme dieser Kläranlage passiert ist. Und das ist für uns ein besonderes Datum, weil genau seit diesem Tag das allererste Mal in der langen Rostocker Geschichte, die Sie ja wahrscheinlich auch gerade dargestellt haben, eine ordnungsgemäße Abwasseraufbereitung möglich war. Vorher war das alles nicht möglich. Mhm. Und für uns ist selbstverständlich, dass gebrauchtes Wasser problemlos in irgendwelchen Kanälen verschwindet. Aber wie aufwendig eine Abwasserreinigung ist, das kann man erst auf der Kläranlage hier sehen. Und unsere Kläranlage ist mit 400.000 Einwohnerwerten nicht nur die größte in Mecklenburg-Vorpommern, sondern sie muss eben auch stärkere oder schärfere Grenzwerte einhalten. Und dieser Verantwortung wird sie seit 25 Jahren mehr als gerecht.
Ich habe da ja auch so ein bisschen in der Vergangenheit gekramt und ich kann nur bestätigen, hier ist richtig was passiert. Und worüber ich mich am meisten freue, ich stehe hier mitten in der Kläranlage und es ist nichts zu riechen. Das ist vielleicht auch Ihr Verdienst von Nordwasser. Vielleicht gleich zur nächsten Frage, die ich loswerden muss. 25 Jahre ist eine lange Geschichte. In der Sendung habe ich behauptet, super Anlage, eine der schönsten oder der besten, die es in Deutschland gibt. Und weitere 25 Jahre, ist dann nachher viel zu tun oder bleiben wir so am Ball? So wie Sie gerade gesagt haben, mit dem Stand heute sind wir bestens ausgestattet. Aber 25 Jahre sind auch für alle Anlagenteile natürlich ein Alter, wo man in den Bereich der Nutzungsdauern kommt. Und wir müssen uns jetzt Gedanken machen, wie wir diese Anlage für die Zukunft fit machen. Und wir sind dort auch mit der Uni Rostock im Gespräch, um ein Zukunftsmodell zu erstellen, wie diese Anlage in der Zukunft aussehen soll. Die Investitionen, die jetzt anstehen nach 25 Jahren, sollen natürlich auch schon zielgerichtet für die Zukunft sein. Und deshalb brauchen wir für uns eine Idee, wie eine solche Anlage in 25 Jahren dann auch wieder allen Standards genügen soll. Ja, toi, 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 kann ich nur sagen. Aber ich bin mir ganz sicher, es wird laufen, so wie die vergangenen 25 Jahre gelaufen sind. Dazu nochmal Glückwünsche an beide, an die Mitarbeiter und weiter so. Und ich sage Dankeschön für die Informationen. Danke sehr. Und Ihnen Dankeschön fürs Zuschauen. Wir werden uns wieder treffen. Wie sage ich zum Schluss immer wieder gerne, bleiben Sie neugierig. Bis zum nächsten Mal.